Einen unattraktiveren Namen hätte man sich kaum ausdenken können. Vermögenswirksame Leistungen, kurz VL genannt. Hinter dem Zungenbrecher steckt eine sinnvolle Geldanlage, die viele Arbeitnehmer oft liegen lassen. Vermögenswirksame Leistungen sind zusätzliches Geld vom Arbeitgeber, das man zum Vermögensaufbau nutzen sollte. Doch es fließt nur, wenn man einen speziellen Vertrag dafür abgeschlossen hat und das Geld aktiv vom Arbeitgeber einfordert. Wer auf VL verzichtet, verliert einen Haufen Geld. Im Laufe eines Berufslebens können da bald mehrere tausend Euro zusammenkommen. Wie viel VL einem genau zustehen, regelt der Tarif- oder Arbeitsvertrag. Genaue Informationen über die Höhe gibt's bei der Personalabteilung oder beim Betriebsrat. 6 bis 40 Euro pro Monat sind die Norm. VL können nur vom Arbeitgeber bezogen werden, aber auch aus eigener Tasche aufgestockt werden. Aufstocken lohnt sich vor allem dann, wenn man Anspruch auf staatliche Förderung hat oder einen Sparplan abschließen möchte. Der Arbeitgeber überweist aber auch hier stets das Geld. Für VL gibt es verschiedene Sparvarianten. Bank- und Fondssparpläne, wie zum Beispiel einen ETF-Sparplan, Bausparverträge, Genossenschaftssparen oder auch Lebens- und Rentenversicherungen. 6 Jahre lang fließen die Sparbeträge vom Arbeitgeber. Danach folgt eine Wartefrist bis zum Jahresende. Spätestens nach 7 Jahren kann man sich das Geld auszahlen lassen. Idealerweise schließt man in der Wartefrist schon den nächsten VL-Vertrag ab. Dann können die Zahlungen des Arbeitgebers ohne Unterbrechung weiterfließen. So baut man über die Jahre einen Kapitalstock auf und profitiert vom Zinseszins. Für manche VL-Verträge gibt es eine staatliche Förderung, die sogenannte Arbeitnehmersparzulage. Damit fördert der Staat vermögenswirksame Leistungen für all jene Personen, die ein geringes Jahreseinkommen haben. Je nachdem, welchen VL-Vertrag man wählt, gibt es eine Obergrenze. Bei Singles sind es zwischen 17.900 und 20.000 Euro. Bei Verheirateten sind es zwischen 35.800 und 40.000 Euro. Die Arbeitnehmersparzulage beantragt man im Mantelbogen der Einkommensteuererklärung. Das Finanzamt überweist sie nach der 7-jährigen Sperrfrist. Wechselt man den Arbeitgeber, während der VL-Vertrag noch läuft, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Damit der VL-Vertrag trotz Jobwechsel weiter bespart wird, braucht der neue Arbeitgeber eine Bescheinigung des VL-Anbieters oder eine Vertragskopie. Selbst wenn der neue Arbeitgeber keine VL zahlt, kann man den VL-Vertrag weiterführen, indem man die monatlichen Einzahlungen selbst übernimmt. Dasselbe gilt bei Überbrückungszeiten zwischen alten und neuen Job. Sobald ein VL-Vertrag nicht bespart wird, wird er automatisch stillgelegt. Die bisher geleisteten Zahlungen bleiben dann einfach im Depot liegen und entwickeln sich entsprechend der Verzinsung des VL-Vertrags. Achtung! Manche Anbieter verlangen eine bestimmte Mindestanzahl von Beitragszahlungen im Jahr, um den VL-Vertrag aufrechtzuerhalten. Auch um die staatliche Arbeitnehmersparzulage zu erhalten, sollte man fehlende VL-Einzahlungen selbst ergänzen. Wenn ihr euch jetzt ärgert, dass ihr VL nicht früher beantragt habt, dann gibt es einen kleinen Trost. Die Einzahlungen der VL könnt ihr im ersten Jahr rückwirkend für alle Monate bis zum Jahresanfang von den meisten Arbeitgebern einfordern. Schließt ihr also im Juli einen VL-Vertrag ab, so könnt ihr die 6 bereits versäumten Sparraten des laufenden Jahres rückwirkend beantragen. Nachholzahlungen für vergangene Jahre sind jedoch nicht erlaubt. Und jetzt nochmal die 5 Schritte zum VL-Vertrag im Schnelldurchlauf. Schritt Nummer 1. Nachfragen. Fragt in der Personalstelle oder beim Betriebsrat, ob euch VL zustehen und in welcher Höhe. Schritt Nummer 2. Die Anlageform. Überlegt euch, welcher VL-Vertrag für euch in Frage kommt. Die besten Renditechancen bieten Aktienfonds. Allerdings müsst ihr hier mit Kursschwankungen rechnen. Bank- und Bausparpläne sind sicher, aber weniger lukrativ. Bei einigen Anbietern könnt ihr auch einen Baukredit tilgen. Schritt Nummer 3. Die Sparzulage. Je nachdem, wie viel ihr verdient und für welchen VL-Vertrag ihr euch entscheidet, habt ihr Anspruch auf eine staatliche Förderung. Staatliche Förderungen gibt es für Aktienfonds, Bausparpläne und die Tilgung eines Baukredits. Schritt Nummer 4. Der Vertragsabschluss. Wenn ihr euch für eine Anlageform entschieden habt, schließt ihr den Vertrag ab und gebt die Durchschrift eurem Arbeitgeber. Die meisten Anbieter schicken die Vertragsunterlagen dann direkt an euren Arbeitgeber. Schritt Nummer 5. Aufstocken. Ihr könnt die VL aufstocken oder ganz aus eigener Tasche zahlen. Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr Anspruch auf eine staatliche Förderung habt.